Stefan Dörflinger mit zweitbester Trainingszeit. Im Gegensatz zu den völlig verregneten Trainingstagen herrschten heute recht gute Bedingungen, zumindest die Fahrbahn war stets trocken. Erster Leader der Italiener Pier Paolo Bianchi mit der Nummer 50, aber nur für kurze Zeit. Denn der Spanier Martinez mit der Nummer 2 löste sich mit seiner Derby-Maschine von der Konkurrenz und wurde nie mehr eingeholt. Wo blieb Weltmeister Dörflinger? Hier kommt er mit der Nummer 1 als Erster der Verfolgergruppe, zusammen mit Manuel Herreros, Nummer 4, dem Gesamtleader. Im Rücken des führenden Martinez wechselten die Positionen ständig. Und bis zur letzten Runde fragte man sich, wer wird Zweiter, wer wird Sechster in diesem Rennen. Dörflinger, jetzt wieder vorn, konnte sich nie aus dieser Gruppe lösen. Hier wird Dörflinger von Herreros überholt. Das Fahrwerk seiner Krauser Maschine war offensichtlich schlecht abgestimmt. In den Kurvenausgängen büßte Dörflinger stets Boden ein. In den letzten Runden die Verfolgergruppe Nummer 50 Bianchi von Italien, Spahn, Holland und Dörflinger von den übrigen Schweizern klassierte sich Koster als 21. während René Dünki durch Sturz ausschied. Ungefährdet sah Jorge Martinez Spanien inmitten überrundeter Fahren als Erster, die Zielflagge dann folgten innerhalb von 2 Sekunden. Herreros als Zweiter, Bianchi als Dritter, Spahn als Vierter und Stefan Dörflinger als bester Schweizer auf Platz 5. Troyes Nieders starteten als große Favoriten der Gespanne. Nur Außenseiter diesmal die Schweizer Wieland Waltisberg mit großen technischen Problemen. Sechstbeste Trainingszeit. Noch 10 Sekunden bis zum Start. 10 seconds to go. Nummer 7, die Franzosen Michel Fresque, sehr stark in dieser Saison. Und ganz links im Bild der ausgezeichnete Start des Weltmeisterpaars Troyes Nieders Holland. Die Schweizer Wieland Waltisberg blieben am Start zurück und mussten mit Zündungsproblemen an die Boxen. Ähnlich wie in der 80 Kubikzentimeter Klasse dominierte von A bis Z ein einziges Fahrzeug, die LCR Yamaha von Stroyer Schnieders. Etwas zurück etablierten sich die Engländer Webster Hewitt definitiv auf Platz 2. Um Platz 3 stritten sich aber mehrere Piloten hinten in dieser Signergruppe 2 Schweizer Gespanne. Vor mit der 7 Michel Fresque, Frankreich. Rechts die Engländer Abbott Smith und hinter Nummer 5 die Schweizer Brüder Zurbrück und sie sahen auch die Brüder Egloff. Morgen Sonntag starten weitere Schweizer, 5. beste Trainingszeit hatte Kneubühler. Rechts oben sahen sie den überlegenen Sieger des Seitenwagenrennens, Stroyes Nieders Holland mit einem Stundenmittel von 170,332 km pro Stunde. Zweite Webster Hewitt Großbritannien, dritte Michel Fresque Frankreich, dann Abbott Smith und Jones Ayres Großbritannien. Dann folgten die Schweizer, Platz 6 die Egloffs auf LCR, Platz 7 die Zurbrücks, 11 Frangin Hunziker und 13 Casagrande Egli. Wieland Waltisberg waren schon früh ausgeschieden.